Die SV650 besticht durch eins, durch klassische Formen, aber durch auch einen unglaublich genialen Motor. Ein V2 als A2 Motorrad gibt es kaum mehr auf dem Markt. Dementsprechend schauen wir uns heute an im Test SV650, Beschleunigungswerte, Bremswerte und vieles mehr. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und wie schon erwähnt, das ist eine echte Legende. Klassische Formen, runder Scheinwerfer, in das Motorrad integriert, wirklich super klassisch. Und vor Jahren eine der Formen, die fast alle japanischen Hersteller gefolgt sind. Heutzutage gibt es ja weniger Motorräder, die diese klassischen Elemente wahren. Doch wie gut ist das Konzept heute noch? Das zeige ich euch beim Fahren. Platz genommen auf einer echten Legende, auf einer echten Einhorn in der heutigen Motorradindustrie, auf einem echt beliebten Motorrad da draußen. Die SV650 glänzt durch verschiedene Punkte, aber es ist auch überall ein bisschen Dreck drauf, wo es glänzt. Und wo der genau ist, das erkläre ich heute natürlich. Aber das erste ist natürlich, der Glanz vergeht nie bei einem V2. Ein V2 ist ein V2. Was meine ich damit? Der Motor ist eine wahrgewordene Wucht. Während alle Hersteller auf rein Zweizylinder setzen, so wie auch Suzuki bei ihrem letzten Modell, der 8S, ist die SV650 doch noch eine der legendären V2 Motoren. Suzuki eine der letzten Marken, die einen V2 in A2 konform verkauft. Das bedeutet 76 PS, 64 Newtonmeter hat der Motor und bringt der Motor auf die Straße. Und das bringt uns auch natürlich, um Fakten zu schaffen, zu einem Verbrauch von um die 4 Liter. Ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft, 4 Liter. Hersteller gibt 4 Liter an. Ich gehe von 5 Liter maximal aus aktuell. Reichweite etwas über 200 Kilometer mit einem Tank. 220 Kilometer mit unserer Fahrweise sind da gut und gerne drinnen. Aber ich weiß schon, beim Test interessieren euch 50, 120 Werte. Und heute haben wir auch die Zeit gehabt, das auszuprobieren. Und dementsprechend 50, 120, los! Zweiter Gang, ready, set, go! Schub! Drittes auf Rückschalten, Rafa! 4,100 Sekunden beim Versuch Nummer 3. Auf der Geraden haben wir das erreicht. Das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis für die SV650. Ihr merkt schon, um die 4 Sekunden, da spielt sich einiges ab. Und in den Mitbewerbersegmenten ist sie da auch ziemlich schnell unterwegs. Spannend finde ich aber, dass es mich sehr emotional mitnimmt, wenn ich auf der SV650 sitze. Der Sound, obwohl es nur so ein kleiner Motor ist, mehr oder weniger, ist noch immer trotz Euro 5 extrem kernig, extrem erdig. Das frötzelt, das peppert. Und wenn man hingehen würde und noch einen Austauschauspuff auch noch verbauen würde, dann ist das einfach ein unfassbar schöner Klang, den die SV herausbringt. Dieser V-Motor hat halt einfach den besseren Sound als ein reiner Zweizylinder. Ein reiner Zweizylinder klingt meistens wie ein Rasenmäher. Es ist so. Wenn da die Ingenieure nicht extrem viel Aufwand hineinstecken, dass der Auspuff einen guten Klang bringt, dann ist es einfach ein Rasenmäher, der reine Zweizylinder. Und der V2 ist halt doch noch immer ein kerniger, ein ehrlicher Motor. Es gibt einen Grund, warum Harley-Davidson auf diese Form von Motorrad gesetzt hat. Es gibt einen Grund, warum viele Motorradhersteller diese Form des V2s immer noch schätzen. Das ist aber natürlich nicht nur so Sound, sondern es ist natürlich auch performancemäßig eine sehr geile Bauform. Problem nur, sie ist relativ teuer und vor allem, sie ist auch in der Zukunft, wie sagt man so schön, nicht mehr im Fokus der Hersteller, weil durch diese ganzen Euronormen und durch diese Zusatzthemen ist es schlicht und ergreifend schwieriger geworden, so V2-Motoren zu entwickeln und dann gleichzeitig noch den Preis niedrig zu halten. So ein SV650 ist zum Glück relativ günstig. Wenn du übrigens mal am Kabel ziehst, dann kannst du leicht hier an Topspeed von 170 km/h erreichen. Haben wir auf der Rennstrecke natürlich ausprobiert. Ist klar, 170 km/h ist jetzt nicht die Welt, aber in der A2-Kategorie bzw. in der offenen A2-Kategorie mit 76 PS doch eine echte Hausnummer am Ende. Und man muss dazu sagen, die 176 km/h waren aus dem Stegreif einfach flat out, Vollgas nach vorne und nicht Ewigkeiten gerade gehabt. Das war wirklich nur so ein 170, oh lol, hoppala, zu schnell. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob der Motor jetzt irgendwelche Nachteile für uns als Nutzer hat, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, nein. Wartung und Co. kostet das gleiche bzw. annähernd dasselbe. Wartungsintervalle sind jetzt auch nicht so viel weniger oder mehr beim reinen Zweizylinder. Also ganz ehrlich, das für uns als Nutzer ist hauptsächlich der Benefit, dass das hier mehr Charakter hat als ein reiner Zweizylinder. Fertig. Und ich hoffe, dass Suzuki weiter auf dieses Konzept setzt, aber ich befürchte mit Euro 5 Plus, dass die SV650 auslaufen könnte, wenn ich
ehrlich bin. Eins ist mal klar, die 650 gibt es seit vielen, vielen Jahren und sie gibt es seit vielen Jahren in unterschiedlicher Form. Aber in der Basis, in den Geometrien, wie sie wir hier stehen haben, gibt es sie schon sehr lange. Alleine diese klassische Motorradoptikform, der runde Scheinwerfer, die geradlinige Sitzposition, die Sitzhöhe, die Geometrien, wo die Fußrastenanlage montiert ist, dass der Lenker hier so leicht gekröpft ist, das ist alles uralt schon und das gibt schon sehr viele Jahre. Hat natürlich einen Vor- und Nachteil. Erstens ist natürlich der Vorteil, das sieht klassisch aus. Das hat einen klassischen Style, einen klassischen Charakter. Nachteil ist natürlich, moderne Motorräder haben eine viel vorderradlastigere Sitzposition. Man merkt es an der 8S, dass die einfach wirklich vorderradorientierter ist. Die SV650 ist nicht so vorderradlastig. Liegt aber primär aus meiner Sicht basierend auf den schmalen Lenker. Moderne Motorräder haben oftmals einen viel breiteren und größeren, dickeren Lenker drauf, der uns halt einfach in der Handlungsspielraum mehr Spielraum lässt. Und auch was viele haben, was die SV noch nicht hat, ist eine Upside-Down-Gabel bzw. ein bisschen ein feineres Fahrwerk. Bei der SV merkst du halt ganz schnell, dass das Fahrwerk an sich sehr agil und sehr lustig ist und sehr viel Spaß macht und Freiheiten lässt, aber gleichzeitig wird es ab einem gewissen Geschwindigkeitsgrad, so ab 100 km, schon ein bisschen schwammig. Also da wird schon noch was gehen, wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Aber das erste Geld, was ich persönlich in die Hand nehmen würde, wäre ein breiterer Lenker, weil das einfach sofort mehr Spielraum beim sportlichen Fahren dir einräumen wird. Ansonsten kann man sagen, man sitzt aufrecht auf der SV. Ich sitze sehr bequem, sehr komfortabel, ins Motorrad rein integriert. Man sitzt hier im Tank drinnen, was durchaus auch wieder seine Vorteile hat, weil du fühlst dich mit dem Motorrad stärker verbunden, als wenn du so auf dem Motorrad drauf sitzt. Diese super motorlastige Sitzposition, die neuere, modernere Motorräder oftmals haben, weil das halt einfach, dann ist der Trend wurde immer mehr in Richtung Supermoto, immer mehr in Richtung Sportmotorrad. Das hat sie noch nicht. Das ist eher dieses Tourenfahren, dieses entspannte Cruisen. Dafür steht auch die SV. Keine Frage. Sportlich fahren geht auch mit ihr und sie kann es auch. Aber dann braucht es ein paar Adaptionen, wie zum Beispiel im Fahrwerk, dass das ein bisschen straffer und ein bisschen besser abgestimmt ist. Was die Japaner aber definitiv zeitlos gestaltet haben, und das haben sie auch bewusst gemacht, ist diese einfache Zugänglichkeit beim Motorradfahren. Dieses Draufsetzen, Losfahren, Spaß haben, das hat die SV, egal welchen Skill-Level du fährst, das kann die SV. Also Anfänger, genauso wie der fortgeschrittene Fahrer, kann sich auf der SV sofort zu Hause fühlen und einfach angasen und am Kabel ziehen. Das ist einfach schon was sehr Interessantes, dass Suzuki das über so viele Jahre immer noch im Griff hat. Jetzt hätte ich gesagt, springen wir in den Walkaround, ich zeige euch eins der klassischsten Motorräder, das du aktuell zu kleines Geld im A2-Segment kaufen kannst. Lass uns rumschauen, SV650, klassische Formen, klassische Farben, aber trotzdem immer wieder leichte Adaptionen an die aktuelle Zeit. Unter anderem eine neue Farbkombination dieses Jahr. Aber bevor ich darauf eingehe, V2. Es ist halt optisch auch eine andere Nummer als diese klassischen rein Zweizylinder. Ich weiß schon, es ist Judging auf einem Niveau, wo du sagst, okay, rein Zweizylinder kann richtig viel, aber ein V2 ist ein V2. Das ist halt optisch genau das, was ich haben möchte. Mit einem schönen Rahmen, klassisch Naked Bike mäßig, du siehst sehr viel. Und wenn du drauf sitzt, bei einer Sitzhöhe von gerade mal 785 mm, kommt auch wirklich jeder runter. Natürlich ist der Schrittbogen nicht so schmal wie bei manchen anderen Herstellern, aber schau da her, ich mit meiner 1,80, 1,83 komme super klar. Sozius Fußrasten sind, obwohl ich riesengroße Schuhe habe, noch immer kein störender Faktor. Wie oft kommen wir am Metall oder am Blech oder an der Sozius Fußraste an bei den Videos? Das ist richtig geil gemacht. Geometrien sind einfach nicht schlecht. Und wenn du hingehst, du siehst auch, du bist in dem Motorrad integriert. Du gehörst da dazu, das ist eine Einheit. Spiegel sind modern, sind keine Mickey-Maus-Spiegel. Display-Einheit ist natürlich nicht das modernste und nicht das coolste. Scheinwerfer vorne ist kein LED-Scheinwerfer. Aber ehrlich, den Scheinwerfer kannst du einfach tauschen. Im Zubehör gibt es da einiges am Markt da draußen. Und auch interessant, wenn du hier runter schaust, natürlich die Felgen, rote Felgen, sind sehr, sehr fein mit dem Grau in der Kombination. Das ist schon ein gewisser Style. Vor allem zwei Scheiben vorne, eine Scheibe hinten, merkt man auch im Bremstest. Der ist richtig, richtig stark gewesen. Natürlich haben wir auch einen relativ langen Radstand für ein Naked-Motorrad, für ein modernes Naked-Motorrad. Das ist nicht mehr so üblich. Aber auf der anderen Seite, im Bremstest hat sie ziemlich performt. Gut gemacht, SV. Und wenn ich noch über eine Optik sprechen darf, dann ist es natürlich Farben. Es gibt die SV in unterschiedlichen Farbkombinationen. Es gibt die SV in unterschiedlichen Varianten. Die SV hat über Jahrzehnte lang bewiesen, dass alles, was lackiert ist, alles, was angepasst wird,
verdammt gut hält dann hier. Egal, wo du hinschaust, das passt. Unsere wunderschönen Blinker, die ich einfach nur runterschlagen möchte, weil sie einfach hässlich sind, sind halt auch in der klassischen Optik befunden. Das ist, was für mich so ein bisschen fehlt bei der SV, und das ist schon Kritik, die ich finde, die sollte auch bei den Japanern angekommen sein. Ich hätte gerne eine Modernisierung. Ich hätte gerne LED-Scheinwerfer, LED-Blinker. Ich hätte gerne ein bisschen eine modernere Optik. Oder nein, modernere Optik nicht, aber modernere Technik. Der Scheinwerfer in der Nacht ist ein ziemlicher Krampf. Die Blinker sind da echt der optische Mankopunkt aus meiner Sicht. Und da frage ich mich wirklich, wäre das so viel teurer? Würden wir nicht alle ein bisschen mehr zahlen dafür, dass man LED-Scheinwerfer, ein bisschen modernere Optik bekommen? Ein bisschen mehr? Ich glaube, oftmals würde die Antwort ja lauten. Und auf der anderen Seite sehe ich es halt wieder so, es ist halt einfach kostengünstig. SV, ich hätte gesagt, wir steigen wieder auf und fahren weiter. Zurück aus dem Walkaround geht es natürlich wieder um Daten, Fakten, Klassifizierung. Und dafür brauchen wir natürlich einen Bremstest. Wir müssen mal schauen, wo landen wir, wenn wir mit der SV650 mal ordentlich in die Eisen greifen. Dementsprechend Bremstest gibt es jetzt. Gerade Stück Straße, beschleunigen wir durch auf 60 km/h und zack, bremsen wir. 1,400 Sekunden von 50 km/h auf 0 km/h. Naja, über ein Motorrad, was klassisches, muss man natürlich auch sprechen. Was kann es denn modernes? Was kann es denn, was ich brauche als Fahrer? Ist es überhaupt ein supportive Motorrad? Supportet mich das in den Situationen, wo ich es haben möchte? Und da muss ich ganz klar sagen, ja, wir haben eine ordentliche Ganganzeige, eine ordentliche Geschwindigkeitsanzeige, eine ordentliche Reichweitenanzeige, eine Kilometeranzeige und eine Uhr. Gleichzeitig haben wir eine Drehzahlanzeige, die mir den Begrenzer sauber anzeigt, die mir anzeigt, in welchen Sweetspot ich mich bedrehen soll, so zwischen 5.000 und 10.000 Umdrehungen. Da macht es am meisten Spaß. Ab 8.000 schiebt es nochmal ein bisschen nach vorne. Wir haben sogar eine Motortemperatursanzeige, was ich auch sehr geil finde. Anpassbar, adaptiv und vor allem, wir haben sie gut ablesbar. Egal, ob es bei Sonnenschein, Regen, Sturm oder Hagel ist, ich kann die Anzeige lesen. Einstellbarkeiten beim Bremshebel haben wir ganz normal in der Weite. Bei der Kupplung muss man sagen, da ist alles klassisch, Bautenzugkupplung, und vor allem die Kupplung ist nicht die leichtgängigste. Da muss man schon ein bisschen Druck haben, da muss man schon ein bisschen Kraft in den zwei Fingern haben zum Kuppeln. Aber wenn du es machst, ist es kein böses Gefühl, es ist kein Leerlauf. Das schaltet den nächsten Gang sauber rein, da gibt es keine Getriebeproblemchen. Das ist halt einfach ein ewiger Motor, der in die Ewigkeit halten wird und der einfach auch wirklich lange Spaß bereiten kann. Man sieht es ja auf den Kilometerleistungen auf Willhaben und Co., was eine SV an Kilometerleistung zurücklesen kann. Ich habe da auch einen Typen im Kopf aus dem Internet, den Slutty, den kenne ich von früher. Grüße gehen raus an ihn, den gibt es ja jetzt auf YouTube, glaube ich, nicht mehr. Aber der ist auch Ewigkeiten SV650 gefahren und hat da Kilometerleistungen runtergespielt. Das ist ein Motorrad, die SV650, die dich für dein Leben begleiten kann, wenn du ehrlich bist. Also das Motorrad, wenn du es kaufst, ist klassisch, zeitlos, und das begleitet dich halt auch dein restliches Leben, wenn du es haben möchtest. Und wenn es in der Garage steht, verliert es auch nicht groß an Wert. Denn wenn du anschaust, um was eine SV gekauft wird und was eine SV verkauft wird, dann wirst du merken, dass da wenig Differenzen drin sind. Siehst du auch wie immer auf motochecker.at, da kannst du dir anschauen, wie diese Preisverläufe sich entwickeln, und die SV650 ist ein unglaublich stabiles Motorrad, wenn es um das Thema Preise geht. Ansonsten, elektronischen Vierlefanz hat es überhaupt keinen. Es hat einfach nichts. Es hat ABS, das vorne und hinten, kein schräglagenabhängiges ABS, kein Special Traktionskontrolle. All das ist nicht verbaut. Ganz ehrlich, pfeif drauf, brauchst du nicht. Es ist eine SV, es ist ein A2 Motorrad. Was willst du mehr bei 76 PS? Da brauchst du noch keine große Traktionskontrolle. Ist nice to have, aber kein Pflichtprogramm. Jetzt springen wir natürlich zu dem Moment, wo es wieder spannend wird für euch. Der Preis ist heiß, ab geht die Post. Ehrlich gesagt, muss man sich schon vor der SV650 verbeugen. Dass sie das noch immer bauen, in der Form und in der Qualität und um das Geld, ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Kostenpunkt für die SV650 ist nämlich ziemlich gering. Wir sprechen hier in Österreich von 8.490 Euro, in Deutschland von gerade mal 7.050 Euro und in der Schweiz von 7.818 Schweizer Franken. Das ist günstiger als sehr vieles, was du draußen kaufen kannst. Die SV hat natürlich jetzt keine fancy-dancy Elektronik und ist jetzt nicht das fahrdynamischste, was ich jemals in meinem Leben gefahren bin. Aber es ist ein echtes Butterbrot-Motorrad, das einfach performt. Und ehrlich, ich bin dankbar, dass es diese Modelle noch gibt. Und noch ehrlicher, ein V2-Motor, das wird halt immer noch mein Herz mehr berühren als ein rein Zweizylinder. Es ist die Realität. SV, du hast alles richtig gemacht. Und wenn ihr nun nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne kostenlos. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und fett euch!